zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen, naja, hoffentlich kurzen, Ankündigungsvideo von mir. Ich nenne es mal Vlog. Im Hintergrund lasse ich euch ein paar meiner früheren Let's Play-Folgen laufen, weil ich einfach keinen unbewegten Hintergrund dafür haben möchte. Ich hoffe, ihr seid davon nicht zu sehr abgelenkt. Aber ich wollte in diesem Video einfach mal die ein oder andere Sache zu meinem Kanal jetzt nochmal ansprechen. Ich muss zugeben, ich bin selber ein bisschen abgelenkt von diesen Bildern gerade. Ja, und zwar hat sich auf meinem Kanal in letzter Zeit einiges getan, beziehungsweise nicht mehr getan. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel Harry Potter hochgeladen. Entschuldigung. Und das liegt einfach nur daran, dass ich vor kurzem die Harry Potter Spiele, beziehungsweise auch die Bücher, wieder für mich entdeckt habe und zugeben muss, dass ich einfach wahnsinnig geflasht war, direkt vom ersten Moment an. Ich habe mir die Harry Potter Spiele Teil 1 und 2 schon vor ein paar Monaten eigentlich nochmal geholt und musste sie auch unbedingt nochmal durchspielen. Und ich war mir auch da schon sicher, dass ich dazu auf jeden Fall ein Let's Play machen wollen würde. Jetzt hat sich das jedoch früher ergeben, als ich es eigentlich wollte. Warum? Damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Ich habe momentan mein Thief Let's Play, also zu Thief 2014, zu dem neuesten Teil, habe ich momentan pausiert. Das Problem ist aber auch, dass ich einfach einige technische Schwierigkeiten aufgrund des Spiels, nein, nicht aufgrund des Spiels, auf jeden Fall mit diesem Spiel hatte. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich habe, fange ich anders an. Mein PC hat Schwierigkeiten mit Spielen, die grafisch eine sehr hohe Anforderung haben. Ja, toll. Jetzt bin ich natürlich direkt zu dem Spiel geswitcht. Ja, das ist so, glaube ich, aus dem letzten Part, den ich noch hochladen konnte. Da seht ihr aber am Ende schon den ersten Absturz und den Grund, warum ich dieses Spiel leider nicht mehr spielen kann. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich Thief eine lange Zeit lang pausieren musste. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein Spiel spiele, das eine hohe Grafikanforderung an einen PC stellt, dazu gehören unter anderem Thief, The Witcher gehört blöderweise auch schon dazu und diverse andere, die halt grafisch sehr enorm aussehen, die kann ich leider im Moment nicht spielen, weil ab einer gewissen Zeit, ich habe so ab 10 Minuten ungefähr, fängt es dann an, dass das Spiel auf einmal prompt unterbrochen wird. Das Spiel hört einfach komplett auf und der PC, also er fährt nicht runter, sondern ich habe auf einmal einfach schwarzen Bildschirm. Es passiert nichts mehr. Ich höre ein ratterndes Geräusch aus meinem PC, was ich nicht sehr gut finde und was auch wahrscheinlich nichts Gutes zu bedeuten hat. Und der PC selber ist aber komischerweise noch an. Also ich muss den wirklich jedes Mal, ich sehe aber auf dem Bildschirm halt nichts mehr. Ich sehe da nichts mehr, da ist nur noch dieses Signal, beziehungsweise dieses Icon, dass der Bildschirm kein Signal mehr empfängt. Und der PC ist aber noch an. Ich kann ihn aber halt nicht runterfahren, weil ich nichts sehe. Deshalb muss ich ihn jedes Mal quasi neu starten am Gerät selber, was dem PC nicht gut tut. Das Problem ist meiner Meinung nach einfach der Monitor, den ich im Moment habe. Denn es ist kein richtiger PC-Monitor, sondern es ist eigentlich ein Fernseher, den ich über ein HDMI-Kabel mit meinem PC verbunden habe. Wir vermuten jetzt, dass es einfach eine Art Rückkopplungsfehler ist, der meiner Grafikkarte nicht gut tut. Und der dann jedes Mal dafür sorgt, dass meine Grafikkarte einfach versagt, wenn es an höhere Grafikanforderungen geht. Das ging einmal, also beim letzten Mal, als das vorkam, ging das so weit, dass ich nicht wusste, dass es an diesen Spielen liegt. Ich wusste nur, dass es auf einmal irgendwann angefangen hat und dann hat sich das aber immer weitergezogen. Es hat mit Thief angefangen, dann ging es weiter mit Online-Spielen wie Guns of Icarus, was ich auf meinem Kanal ja auch schon, ich glaube so 2, 3 Videos habe ich dazu auch schon hochgeladen. Dann ging es irgendwann sogar über zu Minecraft, was ja nun wirklich grafisch überhaupt keine Anforderungen wirklich an den PC stellt. Also überhaupt nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Minecraft ist wirklich ein Spiel, was von der Grafik her nicht irgendwie furchtbar hohe Ansprüche an den PC stellt. Sagen wir es mal so. So, dann ist er bei Minecraft auch schon abgestürzt und dann
konnte ich halt gar nichts mehr zocken, weil außer Minecraft war so das Einzige, was ich mich damals noch getraut habe zu spielen, ohne dass ich dem PC irgendwie Schaden zufüge. Und irgendwie konnte ich dann ja aber nicht mehr Minecraft spielen. Jetzt, ne? Toll. Das ist voll genial. Ich habe das Video, ohne Witz, ich habe das Video vorher zusammengeschnitten. Bevor ich jetzt, also ich vertone es quasi im Nachhinein und habe echt nicht gewusst, dass ich mein Gesprochenes jetzt tatsächlich diesem Video anpasse. Das ist gerade echt genial. Okay, ich schweife ab. Da ich aber nicht mal mehr Minecraft spielen konnte, konnte ich den PC quasi für nichts mehr benutzen. Ich habe aber leider auch keinen Laptop mehr, weil auch der leider vor 2 Jahren schon den Geist aufgegeben hat und ich immer den Laptop von meinem Mitbewohner benutzen musste. Also mitbenutzen musste. Das heißt, ich hatte quasi nichts mehr, womit ich mir wirklich die Zeit vertreiben konnte, weil Zocken ist nun mal das Einzige, was ich im Moment noch tue. Ich arbeite halt wirklich, wirklich viel am PC und konnte ihn aber quasi nicht mehr nutzen. Und dann ging es halt so weit, dass ich nicht mal mehr Bilddateien öffnen konnte. Sobald ich eine Bilddatei versucht habe zu öffnen, ging dasselbe Spiel von vorne los. Der Bildschirm wurde schwarz, PC war noch an, ich konnte aber nichts mehr machen. So, Konsequenz, wir haben die Grafikkarte ausgetauscht, wir haben am Ende sogar das Motherboard ausgetauscht, weil wir vermutet haben, wenn es nicht an der Grafikkarte liegt und trotzdem noch auftaucht, woran könnte es sonst liegen? Wir haben so ziemlich sämtliche Hardware, die wir austauschen konnten, ausgetauscht, abgesehen von dem, was ich jetzt so extern an diesem PC dran habe, wie Maus, Tastatur, Bildschirm. Ich vermute jetzt einfach, dass es am Bildschirm liegt und bevor ich keinen neuen Bildschirm habe, beziehungsweise, ja, mein Facebook mal wieder. Facebook ist auch so ein Running Gag bei mir. Bevor ich jetzt keinen neuen PC habe, möchte ich. Ach, PC, genau. Bevor ich jetzt keinen neuen Monitor habe, möchte ich erstmal lieber Thief pausieren. Ich kann solche Sachen, wie gesagt, die keine sehr hohen Grafikanforderungen haben, wie jetzt die Harry Potter-Spiele oder die Dark Project-Spiele. Die Dark Project-Reihe habe ich ja am Anfang auch noch gespielt. Das ist ja an sich kein Problem. Die Spiele kann ich auch immer weiterhin noch zocken. Ich könnte auch das ein oder andere Minecraft-Let's Play noch machen, wenn ich denn Bock zu hätte. Im Moment habe ich leider wenig Bock. Ich habe die Reihe leider auch noch nicht komplett. Es fehlen, glaube ich, noch vier. Drei oder vier Spiele, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die werden auch auf jeden Fall noch kommen, das ist keine Frage. Ich habe nur im Moment leider keine große Motivation auf Minecraft. Ich bin hin und wieder nochmal die Endergames am Zocken, aber meine Toleranzgrenze sinkt da immer sehr schnell, das ist das Problem. Ja, wie gesagt, also das ist der Grund, oder mitunter ein Grund, warum bei mir im Moment so viel diese, ich sag mal, Retro-Spiele kommen. Das sind ja nun mal wirklich relativ alte Spiele, die ich da im Moment zeige. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, dass nur noch diese Spiele in letzter Zeit kommen und nichts anderes mehr. Es wird mit Thief auf jeden Fall noch weitergehen. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall noch weiter zocken. Und auch die Dark Project-Reihe wird auf jeden Fall noch weitergehen. Ist ja natürlich klar. Ich werde auch auf jeden Fall den ersten Teil dann. Nee, ja gut, ich habe noch ein paar Missionen vor mir, bevor ich den ersten Teil beenden kann. Wie lange der vierte Teil, den ich da spiele, jetzt noch geht, kann ich gar nicht so genau sagen, weil es ja halt das erste Mal ist, dass ich ihn spiele. Ich wollte aber ja eventuell auch noch andere Sachen beginnen, wie ich habe auf Facebook mal eine Umfrage gestartet, auf dem ich so eine Art Liste raufgesetzt habe von Spielen, die ich sehr, sehr gerne noch Let's Playen möchte. Und was ihr denn gerne als nächstes sehen wollen würdet. Da waren unter anderem dabei The Witcher, Dark Souls, Skyrim und noch irgendwas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das vierte war, aber die waren auf jeden Fall dabei. Im Endeffekt hat es sich ein bisschen ist es zu einem Unentschieden zwischen Dark Souls und The Witcher gekommen. Ich habe ja wie gesagt The Witcher auch schon gespielt. Das Problem dabei ist aber, mein PC kackt auch dabei mittlerweile schon ab. Also The Witcher traue ich mich auch nicht mehr zu spielen und Dark Souls dann natürlich erst recht nicht, weil das ja auch wieder grafisch sehr, sehr hoch ist. Und ja, Frage ist, was kann ich dann überhaupt noch spielen? Devil May Cry ist zum Beispiel was, was ich noch spielen kann, komischerweise. Da habe ich, glaube ich, vor ein paar Tagen noch 2 Stunden dran gesessen, ununterbrochen. Und es hat komischerweise funktioniert. Vielleicht muss ich meinem PC auch ab und zu einfach nur mal ein bisschen Ruhe gönnen, so für ein paar Wochen. Und dann kann ich den nächsten Part aufnehmen. Aber es ist ja natürlich auch keine Dauerlösung und ich möchte das ja auch gerne irgendwie beenden. Deshalb,
Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange dieses Video hier jetzt geht. Ich glaube, ich habe es ungefähr 11 Minuten, also den Hintergrund habe ich ungefähr 11 Minuten lang gemacht. Ja, wie lange das jetzt schon geht? Ja, ich zum Ende kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die paar Infos jetzt erstmal ein bisschen hilfreich vorkommen und dass ihr jetzt so ein bisschen einen Durchblick habt, warum in letzter Zeit bei mir nur noch Harry Potter kommt. Zum einen bin ich ein bisschen geflasht und zum anderen, ja, habe ich einfach im Moment leider nicht wirklich die Möglichkeit, tief weiter zu zocken. Sobald ich aber die Möglichkeit habe, leider bin ich im Moment auch noch ein bisschen im Umzugsstress. Sobald ich aber die Möglichkeit habe, mir einen neuen Monitor zu besorgen, werde ich das auch auf jeden Fall tun und dann wird es mit Thief auch auf jeden Fall weitergehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und erwartet sehnsüchtig genauso wie ich, dass es mit Thief endlich weitergehen kann. Und ich hoffe, ihr genießt die anderen Let's Plays trotzdem genauso wie ich. Es kommt ja nicht zum Stillstand, es kommt ja trotzdem etwas und ja, dann hat das Video aufgehört. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Hoffe, ihr lasst mir auch mal in den Kommentaren eure Meinung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Harry Potter Video. Bis dahin. Ciao.